Frau Freitag, Deutschland steckt jedes Jahr etliche Millionen in die Förderung des Spitzensportes. Trotzdem gewinnen deutsche Top-Athleten immer weniger Medaillen. Was läuft da schief? Das gibt sicherlich unterschiedliche Erklärungen dafür. Aber eine ist sicherlich auch, dass wir aus meiner Sicht jedenfalls in den letzten 10 Jahren doch einiges verpasst haben bei der Entwicklung des Leistungssports in Deutschland. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt eine breite Diskussion darüber bekommen, nicht nur innerhalb der Sport, sondern auch mit der Politik und ich wünsche mir eigentlich auch mit der Gesellschaft, wie Spitzensportförderung in Zukunft in Deutschland aussehen soll. Und dann müssen wir entscheiden, wo wollen wir genau hin? Wollen wir uns mit Ländern wie China oder Russland tatsächlich messen oder wollen wir uns mit Ländern messen, wo man auch Wert auf einen sauberen Spitzensport legt? Es gibt ja nun schon Ideen, offenbar soll demnächst nicht mehr so mit der Gießkanne gefördert werden, sondern potenzialorientiert, wie das heißt. Heißt das mit anderen Worten, also Leichtathleten, Schwimmer, die ja nun in Rio nicht so richtig doll abgeschnitten haben, werden in Zukunft nichts mehr bekommen und Sportler wie Beachvolleyballer oder so kriegen jetzt auf einmal das große Geld? Wie konkret sehen diese Reformvorhaben aus, die bisher auf dem Tisch liegen? Also es wird wahrscheinlich so kommen, dass gewisse Erfolgspotenziale schon definiert werden. Ich halte solche Ansätze auch nicht für grundsätzlich falsch, dass man schaut, welche Athleten in welchen Disziplinen können wann möglicherweise welche Leistungen erreichen. Man kann durchaus Leistungsentwicklungen prognostizieren. Was man aber nicht kann, ist die Medaille am Tag X. Das muss jeder wissen, der über Leistungssport spricht. Und von daher werden wir mal sehen, in welche Richtung es tatsächlich gehen wird. Ich jedenfalls schließe mich nicht der Äußerung von DOSB-Präsident Hörmann an, der ein verstärktes Augenmerk nur auf Spielsportarten richten will, nach dem Motto, da holen wir dann gleich 11 Medaillen auf einen Schlag. Das kann nicht die Zählweise sein, die ich mittragen würde. Aber es klingt ja nun schon so ein bisschen nach Planwirtschaft, diese Idee. Also man muss einfach nur mehr Geld in bestimmte Sportarten pumpen und dann kommt da auch mehr Gold raus. Ist das tatsächlich so die Gleichung? Also so einfach ist das Leben auch im Sport sicherlich nicht. Ich glaube, es gehört viel mehr dazu. Es gehören optimale Rahmenbedingungen natürlich für die Athletinnen und Athleten dazu. Da gehören aber nicht nur Trainingsstätten zu, da gehört nicht nur qualifiziertes Personal zu. Da gehört zum Beispiel aus meiner Sicht auch die Absicherung einer sinnvollen dualen Karriere zu. Was ist eigentlich mit der Alterssicherung junger Menschen? Da hat bislang kein Mensch von gesprochen. Und all sowas gehört aus meiner Sicht auch mit in die Diskussion. Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da, wenn es jetzt um die Förderung von Spitzenathleten geht? Da kommt es darauf an, mit wem wir uns messen wollen. Wollen wir uns mit Ländern messen, die ein Vielfaches an Einwohnern haben und damit natürlich auch ein größeres Potenzial an potenziellen Spitzenathletinnen und Athleten? Oder wollen wir uns auf das konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist, ein sauberer Spitzensport mit bestmöglichen Bedingungen? Und wenn dann mal ein 4. Platz rauskommt, statt eines 3. oder 2. oder 1., ist es aus meiner Sicht auch gut. Aber nochmal ganz konkret vom Aufwand her, also auch vom finanziellen Aufwand, wo steht Deutschland da? Da stehen wir, würde ich mal sagen, so schlecht gar nicht da. Die Frage ist, wie wird das Geld generiert? Wir zahlen es im Moment ausschließlich aus Mitteln des Bundes. In Großbritannien hat man zum Beispiel eine andere Lösung gewählt. Da kommen auch erhebliche Mittel aus einer Spitzensportlotterie hinein. Also möglicherweise muss man auch so etwas mal überdenken. Und ich glaube, dass wir im Rahmen dieser Diskussion also etwas auch noch mal diskutieren werden. Haben Sie herzlichen Dank.